Na, ihr seid noch zu nah. Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Ich sitze hier mit einem Tee, der ist aber noch nicht so ganz durchgezogen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte meine Vlogs gerne anfangen mit einem Frage- und Antwortspiel sozusagen. Das heißt, erzählt euch mehr. Das sind so Karten, die sind in einer Box und dann kann man immer eine rausziehen. Und dann ist da so ein anregender Input drauf, über den man reden kann. Weil ich für mich gemerkt habe, seitdem dieser Kanal doch Zuschauer gewonnen hat, weiß ich gar nicht, also so, grundsätzlich habe ich ja gestartet, einfach nur als Videotagebuch einmal für mich und für meine Familie. Das waren Leute, die kenne ich, da weiß ich, wie die ticken, da weiß ich, welche Sätze ich wie sagen darf, da weiß ich, ob ein Humor funktioniert oder nicht. Und jetzt sind da neue dabei, aus ganz Deutschland verteilt. Das finde ich übrigens so schön, dass ihr gesagt habt, hey, ich komme aus Hamburg oder ich komme aus Bielefeld oder aus den Bergen. Und aber für mich ist das so ein, jetzt habe ich meine Familie und so ganz viele Leute, die kenne ich halt gar nicht. Und dieses Spiel hilft, sich gegenseitig ein bisschen kennenzulernen. Und deswegen fände ich es phänomenal, wenn ihr einfach mitmacht. Und es sind kurze Fragen, man kann da mit Einwortsätzen drauf antworten, man kann es aber natürlich auch erklären. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran, dass wir uns einander so ein bisschen besser kennenlernen, weil ich würde schon gern wissen, wer da so meine Videos guckt. ich hatte nämlich auch mit meiner Schwester so ein sehr ehrliches Gespräch darüber, dass ich per se kein Interesse daran habe, dass mein Kanal richtig wächst, so, weil ich nicht möchte, dass es hier toxisch wird oder gemein, sondern ich möchte, dass das so ein Safe Place bleibt. Möchte ich so ein bisschen das Gefühl kriegen von, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich bin so ein Sicherheitsfanatiker, kennt ihr das? Daher habe ich jetzt mal so das Spielchen mitgebracht. Ich stelle die erste Frage, ich beantworte sie auch. Und würde mich mega freuen, wenn ihr dazu auch was in den Kommentaren erzählt. Und zwar, ach so, ich kann euch kurz erklären, worum es geht. Das sind irgendwie, es sind 70 Karten. Also wir haben viel Zeit, uns vorzubereiten. Und es geht einfach nur darum, in den Austausch zu kommen. So, und vielleicht auch in einen persönlichen Austausch zu kommen. Welche Eigenschaft anderer Menschen macht dich wahnsinnig? 3, 2, 1. Inkompetenz. Inkompetenz macht mich wahnsinnig. Und damit meine ich nicht, also ich kann kein Auto reparieren, damit bin ich inkompetent, macht mich jetzt nicht wahnsinnig. Das, was ich damit meine, ist so eine Lebensinkompetenz. Ja? Menschen, die nicht wissen, wie man eine Spülmaschine ein- und ausräumt. Aber das auf einer Arbeitsstelle tun müssen. So, versteht ihr, was ich meine? Also, wenn man nicht lebensfähig ist, aber schon nicht mehr 20 ist. Und wenn das Gehirn einfach nicht mitmacht, wenn da keine logischen Schlussfolgerungen stattfinden können. Also Inkompetenz macht mich wahnsinnig. So, und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video.
Ich befürchte nur leider, dass ich euch diese Woche nichts zu erzählen habe. Ich hatte ja für mich überlegt, also nein, ich muss einen Schritt zurück machen. Ich habe mir als Ziele für dieses Jahr vorgenommen, immer am Sonntag aufzuschreiben, was in der Woche schön war. Das habe ich auch ungefähr 11 Wochen gemacht. Wir sind jetzt in Woche 17. Ich weiß also außer letzter Woche nicht, was schön war in den letzten Wochen. Dafür kann ich meine Videos gucken, weil ich da ja meist schöne Momente festhalte. Das wollte ich tun. Und darauf soll es jetzt so ein bisschen hinauslaufen. Es ist ja grundsätzlich trotz allem noch ein Videotagebuch. Und weil ich plane, nicht ewig hier zu bleiben, ich aber weiß, dass ich die Zeit trotzdem auch vermissen werde, ist es für mich hilfreich zu wissen, ich vlogge, weil ich dann drauf zurückgucken kann. Aktuell macht es mich zum Beispiel unfassbar traurig, dass ich in Friedberg zwar das Vloggen angefangen habe, aber es so nicht so kontinuierlich gemacht habe. Und es hat mich sehr traurig gemacht, dass davon einfach nicht so viel da ist. Und ich habe alles schon gefühlt 100-mal durchgeguckt. Also es ist sehr schnell aufzuholen. Und das macht mich traurig, weil die Zeit mir sehr wichtig war. Und jetzt, wo ich nicht da bin, ich nicht so viel habe, um zurückzugucken. Deswegen versuche ich ja hier jetzt gerade ein bisschen dran zu bleiben. Milo, ich bin hier. Dieses Gejaule. Es ist ein sehr früher Morgen, Samstagmorgen. Ja, komm her. Komm. Egal, es ist ein sehr früher Samstagmorgen, weil ich um 9 wieder auf einer Online-Konferenz mitmache, also es ist Arbeitszeit. Komm her. Nerv nicht, komm einfach. Also, es ist eine Konferenz zum Thema frühe Kindheit. Und da ist aus allen Sparten was dabei. Psychologie, Medizin, Pädagogik. Eine Kriminalkommissarin war gestern da. Und das ist zwar nur so ein Online-Stream, so ein bisschen, als würde ich Twitch gucken. Aber eben sehr getaktet mit Vorträgen von Menschen. Davon hatte ich gestern schon 5, glaube ich. Und heute sind es 8 oder 9. Also es geht bis um 3. Dadurch, es ist jetzt ungefähr 7:15, 7:10, muss ich, weil es um 9:05 Uhr startet, ich weiß nicht, wieso 9:05 Uhr, es startet um 9:05 Uhr, muss ich davor meinen Haushalt erledigt kriegen. Was bedeutet, Wäsche muss auf jeden Fall in die Maschine und ich muss einen Einkauf machen. Deswegen will ich, wenn der Lidl um 7 öffnet, auch um 7:15 beim Lidl sein. Daher schon geduscht, angezogen. Wie ihr seht, sitze ich mal in meinem dritten Raum. Mache ich auch nicht so oft, ne? Aber ich habe hier eine Veränderung gemacht. Und zwar... Upsi. Ist der kleine Kleiderschrank jetzt hinter mir. Dem werden aber heute noch die Türen abgenommen, weil... Fokus. Weil sich da jetzt der Beamer drin befindet. Und das Regal von Annie, weil oben drauf kann ich dann den Laptop an den Beamer anschließen und kann jetzt eben über die Leinwand wieder Filme gucken und zwar nicht nur DVD. Und das habe ich ja gestern schon gestartet, das habt ihr schon gesehen. Ich habe Wish geguckt auf Disney. Sehr schöner Film. Sehr gruseliger Film, fand ich. Also ich frage mich immer wieder, wie Disney denkt, dass das kindgerecht ist, was die machen. Ist es nicht. Okay. Ich trockne schnell die Haare. Und dann gehen wir einkaufen. Hallo. Ich habe es geschafft in... Oh, Tür geht zu, wartet.
50 Minuten habe ich gebraucht. Ich bin zum Bäcker gefahren für Waffeln heute Nachmittag, weil meine Schwester kommt, eine meiner Schwestern. Habe beim Lidl eingekauft und habe noch Katzenstreu gekauft und zwei Brötchen bei meinem Bäcker. Der hat leider keine Waffeln, deswegen konnte ich die da nicht holen. Okay, ich habe Brombeeren mitgebracht, weil die über die Lidl-App noch mal 30 Cent billiger waren. Einmal so eine vegane Wurst. Ich hatte wieder Lust auf Wurst. Die gab es im Angebot für 69 Cent. Also habe ich gleich zwei mitgenommen. Das ist jetzt nicht meine Marke, aber die habe ich umsonst geschenkt gekriegt. Weil ich über 60 Euro gekommen bin, glaube ich. Ja. Ich will es immer nicht so erwähnen. Ich will es immer nicht so erwähnen, weil die Katzen hören das. Nochmal ein Hummus, das war der einzige, den sie gerade da hatten, außer die Normalo. Weil der Normalo ist ein bisschen lahm. PK-Beerenmischung. Eine Gurke. Ich esse ja am liebsten immer Brot mit Hummus und Gurke. Oder Brötchen. Und ich habe für nächste Woche bei meinem Bäcker mir nochmal ein Paderborner Graubrot mitgenommen. Dann gab es Lauch für 89 Cent. Was ist denn das für ein Oschi? Ich kann aus dem einen Ding Käse-Lauchsuppe ganz alleine machen, wenn ich wollte. Kommt in eine Linsensuppe, aber trotzdem. Der ist so riesig. Dann habe ich mir Spätzle mitgebracht ohne Ei. So bestimmte Sachen räume ich immer gern direkt in den Kühlschrank. Ein Bauernbaguette. Für die obligatorische Suppe. Kirschen im Glas, weil wir wollen heute Waffeln mit heißen Kirschen essen. Und vielleicht kaufe ich noch Eis, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Eine Kokosmilch, die hatte ich beim letzten Mal vergessen. Und ich will ja eigentlich Tom Kagei machen. Dafür habe ich alles noch da, nur die Kokosmilch nicht. Zweimal Hafermilch. Und in der Tüte sind noch zwei Bananen. So, und dann habe ich hier meine, ich versuche ja immer so viel Papier und Plastik schon im Laden zu lassen, wie es geht. Hier sind meine Brötchen, der Geldbeutel, das Handy und dann habe ich den Eisbergsalat ausgepackt. Die Paprika gab es eh solo, grünen Spargel. Die sind jetzt alle lose. Tomaten, also so Bio-Sherry-Tomaten und ganz viele kleine feste Kartoffeln. Die werde ich hier alle aussortieren. Leute, das war der Lidl-Haul. Und der Bäcker-Haul. Genau. Sag mal, sind bei euch die Spritpreise auch so teuer? Ich hatte überlegt zu tanken. Ich habe mich umentschieden. Und vielleicht ist da tatsächlich auch der Zeitpunkt gekommen, auf E10 umzusteigen. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn ich über 2 Euro zahlen soll für einen Liter, das sind dann 200 Euro im Monat für mich, für meinen kleinen Scheißteil. Sehe ich nicht so ein, muss ich gestehen. Sehe ich nicht so ein. Ich wollte mit euch noch meinen Rossmann-Einkauf durchgehen, falls ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, schaltet einfach weiter. Ich habe 20 Euro ausgegeben ungefähr. Ich habe es bewusst noch nicht ausgepackt, weil ich gestern keine Zeit hatte. Und ich habe ein paar coole Sachen dabei tatsächlich. Also natürlich fangen wir immer an, wie immer an mit Badezusätzen. Kräuterbad Eukalyptus. Ich bin vielleicht noch nicht so ganz klar heute Morgen. Eukalyptus
Dann Rückenwohl. Tiefenentspannung. Mein Liebstes natürlich. Muskelentspannung. Und ich bin mal offline. Das riecht übrigens wirklich gut. Dann habe ich mir eine Schokolade mitgebracht. Ein Trockenshampoo. Wir müssen heute wieder Haare färben, damit so hier das Graue verschwindet. Dann habe ich mir Dinkel-Spaghettini mitgebracht, damit ich die heute mit meinen Brokkolinis verkochen kann. Ich freue mich sehr. Einmal Mundspülung für Gebissreiniger für meine Schiene und von Pukka einen Tee. Jetzt, wo der Schnee wieder da ist, lohnt sich's. Und den mache ich mir gleich auch mal mit Ingwer, Rooibos, Orange und Sternanis. Ich trinke sehr gerne Rooibos-Tee. Deswegen habe ich mir den mitgenommen. Und der riecht einfach schon krass, ne? Der war irgendwie 1,20 Euro runtergesetzt. Bei Rausverkauf. Ja, jetzt räume ich den Kram mal weg.